Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Erstmal, was ich jetzt vorab in diesem Video sagen werde, soll niemanden beleidigen. Es sind das hier, was alles in dem Video kommt, basiert auf reinen Vermutungen. Ich weiß es nicht wirklich, Leute, ob es so ist. Und ich will damit niemanden beleidigen, sonst was. Und zweitens, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen, Leute. Also, wir fangen jetzt auch mal lieber an mit dem lieben Lane Time, Leute. Wie ihr schon an dem Titel erkannt habt, geht es heute um Lane Time. Und zwar geht es darum, dass Lane Time im Moment sehr, sehr viel Geld verlost, wie er so reich geworden ist, wie er ganz genau das geschafft hat, wie es in meinen Augen dargestellt ist und warum er überhaupt so bekannt geworden ist, Leute. Lane Time, ganz kurze Story mal so. Lane Time war bis vor ein paar Monaten, sag ich mal, bis so vor, ich sag jetzt mal, wann habe ich Lane Time kennengelernt? Vor, ich sag mal, 7 Monaten ungefähr, war er noch relativ unbekannt. So, Leute. In den letzten 7 Monaten hat es erstmal damit begonnen, dass er Beacons verkauft hat und dass er dadurch schon bekannt geworden ist, weil er die sehr, sehr günstig verkauft hat. Dann hat er den Boosted Clan gegründet, der einer der reichsten Clans auf Giver Games wurde. Also mit einer der bekanntesten und reichsten Clans, die auch guten Kontakt zum Team haben. So, Leute. Und jetzt nochmal zu Lane Time seiner Person. Er verlost ja im Moment sehr viel auf YouTube. Ich finde das ja sehr geil, dass er viel an die Community zurückgibt. Sehr viel verlost, Leute. Aber was mich jetzt stört, ist, der Junge besitzt einfach, ich denke mal, in diesem kurzen Zeitraum von 7 Monaten kann man nicht so viel erreichen, was er jetzt geschafft hat. Der hat fast auf jedem Citybuild, in der ersten Reihe, hat er fast überall mindestens 2 Spawnplots. Mindestens, Leute. Ich weiß es nicht, ob er überall jetzt 2 Spawnplots hat. Ich habe jetzt nachgeguckt. Aber er hat wirklich sehr, sehr viele Spawnplots, Leute. Und ihr müsst mal ausrechnen, was euch so ein Spawnplot kostet. Am Spawn von Citybuild 1 hat er, glaube ich, 3 Stück. Jedes von denen kostet 4 Millionen oder 5 Millionen, je nachdem, was du halt dafür bezahlt hast. Leute, das sind schon unfassbare Summen. Und Lane Time, seine EC, was er noch an Item hat, an Geld hat. So, Leute. Auf jeden Fall, Lane Time ist ein sehr, sehr reicher Spieler. Nur mal so als Info. Ich denke mal, das ist auch alles durch seinen Knaben bedingt, weil das auch sehr viel gesagt ist. Aber was mich jetzt stört, dass er im Moment, jedes Mal, wenn ich in seinen Stream schaue, hat er einen neuen Kontostand, was nicht so, jedes Mal nach dem Stream hat er so 500.000 verschenkt oder so, ja, und dann hat er wieder so 1,5 Millionen auf, ja, also wieder jedes Mal so über 1 Million, Leute. Ich frage mich, woher dieses Geld kommt, weil das kann nicht sein, dass man es innerhalb wieder von einem Tag bekommt oder dass ihm das irgendwelche Buddies payen. Meine Vermutung ist, dass Lane Time entweder echt Geld an ihm macht, was jetzt auch schon Golden Hand gesagt hat, dass Lane Time auch 1-2 Millionen aus dem Ärmel schütteln kann, aber auch nicht mehr. Der weiß, Golden Hand hat selber gesagt, er findet das auch ein bisschen komisch. So, Leute. Ich denke mal auch nicht, dass er jetzt Sachen verkauft haben wird, weil ich denke mal, er hat zwar schon sehr viele Sachen, aber er hat, denke ich mal, nichts davon verkauft. Wir wissen alle jetzt nicht, wo dieses Geld herkommt. Ich würde es gerne mal wissen. Lane Time, falls du jetzt dieses Video siehst, kannst du uns das gerne mal erklären, unten in den Kommentaren, wo dieses Video herkommt. Meine Vermutung ist, entweder macht er Echtgeldhandel oder kauft bei Echtgeldhändlern oder er kauft direkt vom Duplizierer, Leute, und verkauft es dann an reichere Spieler weiter. Das ist meine Vermutung dahinter. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zu diesem Thema gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.